Okay, gut, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zum Seminar, wo ich gerade gefahren. Wir haben uns ja gestern schon zur Vorlesung getroffen und das Seminar findet Donnerstag statt, wie Sie ja wissen, weil Sie hier sind. Und ich wollte nur noch mal kurz wiederholen von gestern, also die Inhalte finden Sie auf der Kurswebseite, das ist eine Unterwebseite von unserem Lehrstuhl oder Lehre. Und das betrifft jetzt für das Seminar vor allem die Seminarblätter als PDF und den Quellcode als QMD-Datei und eventuell Datensätze, die in den Seminarblättern verwendet werden als CSV-Datei. Wir besprechen gleich noch im Detail, was es ist. Und ja, ansonsten gilt auch, wie für die Vorlesung, die Moodle-Seite benutzen wir nur für Ankündigungen, wenn es Termine. Und wir werden sie gleich im Anschluss noch benutzen zur Vergabe der Seminarblätter, also dass Sie sich den Sitzungen und den Themen zuordnen können. Okay, ja, das hier ist die Folie mit dem Leistungsnachweis. Die Idee ist also hier, dass Sie Seminarblätter präsentieren, gerne auch zusammen. Der Zweck der heutigen Sitzung ist vor allem, dass ich Ihnen einmal zeige, wie wir uns das vorstellen, damit Sie ungefähr wissen, was Ihre Aufgabe ist und was Sie erwartet, wenn Sie den Leistungsnachweis hier in dem Seminar erbringen wollen. Okay. Damit Sie den Leistungsnachweis erbringen können, sind ein paar Dinge erforderlich. Und zwar müssen Sie gewisse Software auf Ihrem Laptop installiert haben. Und die ist einmal hier aufgelistet. Also wir arbeiten hier mit Quarto, die sind dann mit Quarto geschrieben und Quarto wiederum basiert auf gewissen anderen Dingen, die Sie dann entsprechend auch brauchen. Das ist einmal VS Code. VS Code steht für Visual Studio Code und das ist sowas, was man eine Entwicklungsumgebung nennt oder auch Programmiereditor. Also alle diejenigen, die schon mal mit RStudio oder mit Spider für Python gearbeitet haben oder mit MATLAB vielleicht auch, im Grunde genommen ist VS Code sowas wie ein Editor für alle Programmiersprachen, ja, wenn man sich die entsprechend dazu installiert. Und die Programmiersprache, die wir verwenden werden, ist R. Viele von Ihnen kennen R ja schon, laut der Umfrage von gestern, das ist schön. R ist eine Programmiersprache, die einen besonderen Schwerpunkt auf Statistik hat und aus dem Grund verwenden wir die eigentlich durchgängig bei uns in der Lehre. Wollen Sie die Tür zumachen vielleicht? Quarto. Quarto wird hier so bezeichnet als wissenschaftlich-technisches Publikationssystem. Diejenigen von Ihnen, die Jupyter Notebooks kennen oder R Markdown,
wisst vermutlich, was das ist. Also die Idee ist, dass man so eine Umgebung hat, mit der man dann schöne Dokumente erzeugen kann, die sowohl Text als auch Abbildung, als auch Quellcode, als auch Daten beinhalten. Und das ist halt etwas, was Quarto sehr vereinfacht. Ist auch nicht immer einfach, hat man auch viel Stress mit manchmal, aber im Prinzip funktioniert es. So. An der Stelle muss ich leider sagen, dass Programmieren inzwischen Bachelor-Inhalt ist. Ja? Also für diejenigen, die schon mit R gearbeitet haben, können sich natürlich glücklich schätzen. Falls Sie das nicht getan haben, sollten Sie das irgendwie auffrischen und mal zum Beispiel in die Bachelor-Kurse reinschauen, die wir dazu geben. Die stehen ja auch alle online, inklusive Videos auf YouTube. Und ich habe Ihnen hier nochmal verlinkt die Einführung in Quarto aus den letzten beiden Sommersemestern 2023, 2024 mit den entsprechenden Folien als PDF dazu. Das heißt, also da können, das wäre so ein Einstiegspunkt für Sie, um mit Quarto zu arbeiten, und alles andere, was dann R und Programmieren in R betrifft, müssen Sie dann halt weiter suchen an den Stellen. Okay, gibt es bis hierhin Fragen? Ja? Also das heißt, RStudio wird nicht verwendet? Nein. Also Sie können natürlich RStudio verwenden, um die R-Code-Segmente nachzuvollziehen, aber Sie werden damit nicht diese Quarto-Dokumente in PDFs übersetzen können. Ja. Aber wenn Sie lieber in RStudio programmieren, können Sie sich natürlich auch den Code kopieren, sich daraus ein kleines Skript in RStudio bauen und damit arbeiten. Ja. Ja, das stimmt schon. Also es ist oft so, das merke ich auch beim Umstieg, man ist immer schon sehr stark an das gewöhnt, mit dem man gearbeitet hat, mit dem man es auch gelernt hat, und manchmal ist es dann schwierig, davon wegzukommen. Und die Software macht es einem auch meist nicht leicht. Okay, ja, dann würde ich also jetzt Ihnen einmal so eine Beispielpräsentation geben. Ja, bitte. Wo finden wir die Folien? Die Folien sind noch nicht online. Das tut mir leid. Also, Sie wollen jetzt die Folien haben, um nebenbei zu folgen, oder? Nee, nur wegen den Links vorher. Ach so, ja, also ich lade noch hoch. Das ist auf der Kurs-Homepage, das wird über unser OVGU-Content-Management-System. Das dauert immer ein bisschen, bis es aktualisiert. Ich habe zum Beispiel heute Morgen noch was hochgeladen, was noch nicht sichtbar ist, weil es sich immer erst um 12 updatet. Und die Folien sind dann auch heute Abend oder morgen früh drauf. Ja, da können Sie die Links dann nachgucken. Und was jetzt hier sonst noch kommt, ist jetzt im Prinzip nicht wichtig. Der Fokus wird darauf liegen, was ich gleich am Laptop mache. Das heißt, wenn ich dieses Quarto-Markdown-Dokument zum ersten Seminarsatz einmal vorstelle. Okay, ich habe mich entschieden, hier das Thema Einstrich-Prim-T-Quadrat-Test zu nehmen. Aus folgendem Grund. T-Quadrat-Tests sind ein multivariates Verfahren, was letztes Jahr Teil der Vorlesung war, dieses Jahr nicht mehr Teil der Vorlesung ist. Wir haben dafür ein Programm für multivariate Varianzanalyse, die sehr ähnlich gelagert ist. T-Quadrat-Test ist ausgefallen, und aus dem Grund habe ich mir einmal das Seminarblatt für den T-Quadrat-Test aus dem letzten Jahr genommen. Ich werde das jetzt Ihnen einmal vorstellen, damit Sie wissen, wie so eine Seminarsitzung ablaufen soll. Es ist jetzt also erstmal nicht wichtig, ob Sie inhaltlich das Thema verstehen, sondern nur, dass Sie sehen, wie die Präsentation dann ablaufen soll. Ich werde dazu jetzt eine kurze Einführung geben, nochmal ein bisschen Hintergrund zu was T-Quadrat-Tests eigentlich sind, und dann den Rest eben in dieser Entwicklungsumgebung VS Code am Laptop machen. Okay, also ich möchte mal mit diesem Beispiel hier anfangen. Stellen Sie sich also vor, wir hätten wieder so eine klinische Studie durchgeführt mit 20 Patienten und haben für alle diese Teilnehmer den BDI, also die Depressionsschwere nach Back Depression Inventory, gemessen vor und nach der Intervention. Dann können wir daraus einen Delta-BDI-Wert berechnen, und dann haben wir pro Proband eine Zahl. Jetzt interessiert uns natürlich die Frage, gibt es da eine Veränderung? Also im Mittel, was bewirkt die Therapie, die wir verabreicht haben, und unterscheidet sich der Delta-BDI über alle Probanden gesehen von 0, gegeben die Daten aus unserer Stichprobe. Was ist das statistische Verfahren, was Sie anwenden würden, um die Frage zu beantworten? Bitte? T-Test. T-Test, genau. In diesem Fall ein Stichproben.
verschiedene Formen von Psychotherapie gehalten haben. Okay, so, was ist ein T-Test? Hier habe ich Ihnen einmal alle relevanten Formeln zusammengefasst. Im T-Test haben wir also N Datenpunkte. Jeder Datenpunkt ist eine Zahl und wir nehmen typischerweise an, dass diese Datenpunkte aus einer Normalverteilung kommen mit einem Erwartungswert μ und einer Varianz Sigma Quadrat, wobei das μ und das Sigma Quadrat natürlich unbekannt ist. Unsere Nullhypothese ist jetzt, dass das μ einem vorgegebenen Wert μ0 entspricht. In unserem Fall, das Beispiel, was ich Ihnen eben gezeigt habe, würde μ0 also 0 sein. Wir wollen gegen 0 testen, das heißt, wir wollen wissen, ob es überhaupt eine Veränderung im BDI gibt durch unsere Therapie. Die Alternativhypothese wäre entsprechend, dass μ ungleich 0 ist. So, dann können wir für dieses Modell die Parameterschätzer berechnen. Das wäre im Fall des T-Tests das Stichprobenmittel y quer, also der Durchschnitt aller Datenpunkte, und die Stichprobenvarianz, also Datenpunkte minus Mittelwert quadriert, dann aufsummiert und geteilt durch n minus 1. So, aus diesen Parameterschätzern können wir die Teststatistik berechnen. Und die Teststatistik ist so gegeben. Stichprobenmittel minus Nullhypothesenwert, μ0, geteilt durch Stichprobenstandardabweichung. Das Ganze multipliziert mit der Wurzel aus der Anzahl der Datenpunkte. Das ist die Teststatistik. Und die statistische Theorie, die wir haben und die Sie vermutlich im Bachelor auch gesehen haben, besagt jetzt, dass die Teststatistik einer T-Verteilung folgt. Ja, das ist das, was es uns überhaupt erlaubt, statistische Tests zu machen. Die Teststatistik folgt einer T-Verteilung, hier genauer gesagt einer nicht-zentralen T-Verteilung mit dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta, der hier auf der rechten Seite gegeben ist. So, das Tolle ist jetzt, dass unter der Null-Hypothese μ0 gleich μ0, μ gleich μ0, dieses Delta 0 wird und dadurch können wir dann überhaupt erst einen statistischen Test durchführen, indem wir also einen kritischen Wert berechnen oder auch einen P-Wert, je nachdem, wie wir unsere Ergebnisse berichten wollen. Und wenn die Teststatistik, wenn der beobachtete Wert der Teststatistik den kritischen Wert überschreitet, dann lehnen wir die Nullhypothese ab. So. Das sollte jetzt für Sie Wiederholung gewesen sein. Ja? Also Sie haben das vielleicht mit weniger Formeln kennengelernt, weil manche Leute dann der Ansicht sind, die Formeln sind nicht so wichtig, Sie müssen nur wissen, wo Sie in SPSS klicken müssen. Aber das wären jetzt die Formeln dazu und das sollte Ihnen bekannt sein. Gibt es Fragen hier? Okay, jetzt wollen wir das generalisieren auf den multivariaten Fall. Wer hat schon mal von T-Quadrat-Tests gehört? Okay, ist ja auch nicht schlimm. So, wir erweitern jetzt unser Beispiel ein bisschen und stellen uns vor, dass wir zu jedem Studienteilnehmer oder jeder Studienteilnehmerin zusätzlich zum Delta-BDI noch einen Delta-GLU-Wert haben. Delta-GLU bedeutet genau das gleiche wie gestern in der Vorlesung, das heißt, wir haben irgendwie sowas wie die Konzentration von Glucocorticoiden im Blut gemessen als ja, zusätzlichen, mehr so biologischen Marker von seelischem Wohlbefinden und der verändert sich natürlich auch über den Verlauf der Studie relativ von vor der Therapie zu nach der Therapie. Das heißt, wir haben jetzt pro Studienteilnehmer zwei Zahlen, einmal einen Delta-BDI-Wert und einen Delta-GLU-Wert. Und wir wollen wissen, der Erwartungswert über diese abhängigen Variablen weicht der ab von einem Normwert, den wir für unsere Therapie spezifizieren, nämlich von diesem Normwert μ0 hier oben, 30,5. Der wird hier als Therapieerfolgsnormwert bezeichnet. Und die Idee ist also, dass wir eventuell aufgrund von Vorwissen aus anderen Studien davon ausgehen, dass unsere Intervention typischerweise zu so einer Veränderung führt. Jetzt wollen wir wissen, die Intervention, die wir vorgenommen haben, unterscheidet sie sich von diesem Therapieerfolgsnormwert oder nicht? Ohne Ihre Kenntnis, also ohne dass Sie wissen, was T-Quadrat-Tests sind, was würden Sie in dem Fall tun? Zwei T-Tests. Zwei T-Tests, genau. Also Sie können natürlich jetzt sagen, ich mache einen T-Test für die Delta-BDI-Werte, ich mache einen T-Test für die Delta-GLU-Werte.
kann man machen. Problem ist, dass man dabei dann nicht die Korrelation dieser beiden Variablen berücksichtigt. Ja? Also die Variablen haben eine gemeinsame Kovarianz, eventuell hängen die miteinander zusammen. Und wenn man die mit einfaktorisieren will, muss man eben einen T-Quadrat-Test verwenden. Ja, bitte? Eine ANOVA? Ja. Bei einer ANOVA ist das Problem, dass sie auch immer nur eine abhängige Variable haben. Sie denken jetzt vielleicht an so eine Repeated Matters ANOVA, aber da wäre hier das Problem, dass wir ja nicht dasselbe Konstrukt wiederholt messen, sondern was anderes. Eine MANOVA? Eine MANOVA, klar. Das wäre dann die Erweiterung von Einstichproben-T-Tests auf mehrere Gruppen. Ja? Also das Problem ist hier, dass wir immer nur noch eine Gruppe haben und ANOVA und MANOVA wären natürlich so, also basiert ja darauf, dass man irgendwie so Cells, Design-Cells hat, die man dann gegeneinander testet oder miteinander vergleicht. Okay, wie funktioniert jetzt ein Einstichproben-T-Quadrat-Test? Das Gute ist, es ist im Prinzip alles analog zum Einstichproben-T-Test, nur dass sich die Formeln ein bisschen verändern, weil wir jetzt mit Vektoren und Matrizen hantieren. Also wir haben wieder n Datenpunkte und jeder Datenpunkt ist jetzt aber ein m-dimensionaler Vektor. In unserem Fall ist m gleich 2. M entspricht also der, die Anzahl der Variablen, die wir pro Studienteilnehmer messen. Das heißt, unser yi hätte die Form eines zweidimensionalen Vektors mit den beiden Einträgen yi1 und yi2. So, unsere Modellannahme ist jetzt, dass diese Datenpunkte, die Vektoren sind, aus einer multivariaten Normalverteilung kommen mit dem Erwartungswert Vektor μ und der Kovarianzmatrix Sigma. Wobei auch hier wieder μ und Sigma unbekannt sind. Ja? Wenn wir die wahre Verteilung der Daten bereits kennen würden, müssten wir ja keinen statistischen Test machen. Das heißt, das sind hier die wahren, aber unbekannten Parameter in dem Szenario. Die Nullhypothese wäre entsprechend, dass unser μ, der Erwartungswertvektor, gleich einem μ0 ist. Wobei dieses μ0 auch wieder ein m-dimensionaler Vektor ist. In unserem Fall ist es der Therapieerfolgsnormwert 30,3,5 von der vorherigen Folie. Okay, die Parameterschätzer für den Einstichproben-T-Quadrat-Test sind das multivariate Stichprobenmittel, das heißt der Durchschnitt über alle Vektoren, die die Datenpunkte sind, und die Stichproben-Kovarianz-Matrix, die so berechnet wird. Und aus diesen Parameterschätzern kann man dann die Teststatistik bilden, die heißt jetzt hier T-Quadrat, weil sie gewissermaßen einem quadrierten T-Wert entspricht. Und die wird berechnet als Stichprobenmittel minus Nullhypothesenwert, transponiert, multipliziert mit der invertierten Stichprobenkohärenzmatrix und nochmal multipliziert mit y quer minus 0 und n. Sie haben jetzt vielleicht nicht, Sie wissen jetzt vielleicht noch nicht, was transponiert oder invertiert bedeutet. Das ist auch nicht schlimm, weil wir uns nächste Woche in der Vorlesung mit Matrizen beschäftigen werden. Und da werden Sie dann erfahren, was es heißt, einen Vektor zu transponieren und eine inverse Matrix zu berechnen zum Beispiel. So, jetzt gibt es wieder eine ausgearbeitete statistische Theorie, die besagt, dass eine skalierte Form der Teststatistik, nämlich nü mal t Quadrat, einer F-Verteilung folgt. Wobei hier die Freiheitsgrade m und n-m sind und der Nicht-Zentralitätsparameter wieder durch dieses Delta gegeben wird. So, wenn wir jetzt unsere Nullhypothese nehmen und die hier einsetzen in das Delta, sehen wir wieder, unter der Nullhypothese wird das Delta 0, die nicht-zentrale F-Verteilung wird zu einer zentralen F-Verteilung und wir können einen kritischen Wert berechnen, wenn wir ein Signifikanzlevel festlegen, oder wir können einen P-Wert berechnen, wenn wir einen P-Wert berechnen wollen. Wobei wir dann eben die inverse oder die normale kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung benutzen. Okay, Fragen bisher? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt noch Fragen offen sind und die werden
ein Strichproben T-Quadrat-Test ist das multivariate Analog zu einem Einstichproben T-Test. Ja? Nur, dass wir eine mehrdimensionale abhängige Variable haben. Gut. Jetzt würde ich gerne in VS Code wechseln und Ihnen einmal zeigen, wie das Seminarblatt aussieht. Das also letztes Jahr zu dieser Vorlesung gehört. So, das hier ist VS Code. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich das schon installiert hat. Das sieht also in etwa so aus. Man hat hier einen Quelltexteditor, in den man was reinschreiben kann. Und dann gibt es links noch Ordner und Dateien, wo man seine Ordner und Dateien verwalten kann. Und das, was ich jetzt hier geöffnet habe, ist also eine QMD-Datei. Moment, ich kann auch mal gucken, ob ich das noch ein bisschen größer machen kann. Ich denke mal, so ist es zu groß. Das heißt, ich lasse es mal so. Und das ist eine QMD-Datei. QMD steht für Quarto Markdown und ist im Grunde genommen ähnlich strukturiert wie auch R-Markdown-Dateien, falls Sie mit sowas schon mal gearbeitet haben. Und wenn wir jetzt hier einmal so naiv durchscrollen, sehen wir, das ist also eine Kombination einerseits von Text, andererseits von Quellcode, der in R geschrieben ist, andererseits von kurzen Abschnitten, die dann hier besagen, dass eine Figure eingefügt werden soll und solche Dinge. Und wenn Sie Quarto installiert haben, dann haben Sie hier so ein Menü, in dem Sie auswählen können, dass Sie jetzt daraus zum Beispiel eine PDF erzeugen wollen. Sie können daraus auch eine HTML erzeugen. Ich benutze jetzt hier einmal PDF, weil die Seminarblätter Ihnen als PDF zur Verfügung gestellt werden und das ist quasi nichts anderes als der Output, den wir aus diesem Quarto Markdown Dokument bekommen. Dauert dann eine Weile, bis das alles gerendert wurde. Und dann erhalten wir ein Ergebnis, was dann eben so aussieht. Das heißt, wir haben jetzt hier im Prinzip dasselbe, was auch im Quelltext steht, aber in etwas visuell ansprechenderer Form. So, das kann man natürlich für Manuskripte, Berichte und dergleichen mehr oder auch für Vorlesungen verwenden. Ich öffne jetzt mal dieses Seminarblatt. Dann gehe ich zurück in den Editor und hier haben wir es jetzt also mit dem ersten Seminarblatt zu tun und Sie sehen, dass hier zum Beispiel jetzt ein R-Code-Segment auftaucht. Das wird dann angezeigt durch diese geschweiften Klammern R und dann weiß Quarto, das ist jetzt nicht normaler Text, der einfach in das Dokument soll, sondern das ist R-Code, der beispielsweise ausgeführt werden soll, der eventuell mit in das Dokument oder nicht mit in das Dokument geschrieben werden soll. Je nachdem, was man da spezifiziert. Wenn Sie diesen R-Code ausführen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können einfach hier auf Run Cell klicken. Dann öffnet sich also ein R-Terminal oder eine R-Konsole, in der dann dieser Quellcode ausgeführt wird. Sie können natürlich genauso gut Befehle aus dem Editor kopieren und hier einfügen. Sie können sich auch anschauen, welche Werte bestimmte Variablen angenommen haben, indem Sie einfach diese Variablen eintippen. Mu zum Beispiel hat hier den Wert 2,2, ist ein zweidimensionaler Vektor. Und Sigma ist hier diese 2x2 Matrix. Okay, dann schauen wir uns mal an, was hier in dem Code-Segment gemacht wird. Das ist also im Grunde genommen eine Simulation, mit der wir die frequentistische Verteilung der Teststatistik überprüfen. Das heißt, unser Ziel ist, die wahren, aber unbekannten Parameter μ und Sigma festzulegen und dann zu schauen, welche Verteilung nimmt die T-Quadrat-Teststatistik an unter dieser Bedingung. Dazu werden hier oben die ganzen Modellparameter festgelegt, also m ist gleich 2, es werden 2 Zahlen pro Datenpunkt gemessen, n ist gleich 15, das heißt, es werden in jeder Simulation 15 Datenpunkte generiert. Mu ist der Vektor 2,2, das sind die Mittelwerte. Sigma ist die Kovarianzmatrix mit diesen Einträgen hier unten.
Und μ0 ist der Null-Hypothesen-Parameter, gegen den wir also in dem Fall testen wollen. Sie sehen, dass der Null-Hypothesen-Parameter nicht dem wahren, aber unbekannten Wert von μ entspricht, sondern dass sie sich unterscheiden. Und in dem Sinne werden wir jetzt also hier eine Ablehnung der Null-Hypothese erwarten. Dann kommt der zweite Teil dieses Code-Segments, in dem dann die Simulation durchgeführt wird. Befehle, die mit Library anfangen, dienen immer dazu, ein bereits installiertes R-Paket zu laden. Und dann wird die Anzahl der Simulationen festgelegt. Wenn ich jetzt hier nsim unten in meine Konsole eingebe, erhalte ich die Zahl 10.000. Wer kann mir sagen, warum die Anzahl der Simulationen 10.000 ist, wenn hier oben steht, nsim ist gleich 1e4? Ja, bitte. Ja, die 4 addiert die 4 Nullen. Also, das ist halt einfach nur ein Maß, wie viele Nullstellen dran kommen. Richtig. Wie ist diese Notation 1e4 zu verstehen? 10 hoch 4. Ja? Mal 10 hoch 4. Richtig, mal 10 hoch 4. Das heißt, wenn da zum Beispiel stehen würde 2,5e7, dann wäre das die Zahl 2,5 mal 10 hoch 7. Und 1e4 ist eben die Zahl 1 mal 10 hoch 4 und 10 hoch 4 ist 10.000. Das heißt, wir werden hier 10.000 Mal Daten aus diesem Modell generieren. Bevor wir das tun können, werden erstmal noch Matrizen und Arrays initialisiert, in die wir dann die Ergebnisse unserer Simulation reinschreiben. Das sind hier einmal yb für y quer, also das Stichprobenmittel oder die Stichprobenmittel, und t2 für t Quadrat, also die Teststatistik. Wir können uns die auch einmal ausgeben lassen. Dann erhalten wir hier die Stichprobenmittel aus allen 10.000 Simulationen. Und wenn wir jetzt T2 eingeben, dann halten wir die Teststatistiken aus all diesen 10.000 Simulationen. Sie können übrigens auch die Dimensionalität dieser Variablen herausfinden, ohne die erst eingeben zu müssen, indem Sie zum Beispiel dim yb aufrufen. Dann sehen Sie, das ist eine 2x 10.000 Matrix, weil dort das Stichprobenmittel aus allen 10.000 Simulationen eingetragen wird. Oder wenn Sie längs T2 eingeben, dann sehen Sie, das ist ein Vektor mit 10.000 Einträgen. So, dann wird die Simulation als solche durchgeführt. Das ist also eine Schleife über Simulationen. Das, was hier im Inneren steht, wird also 10.000 Mal gemacht. Und was wird da gemacht? Zunächst einmal werden Zufallszahlen generiert mit Hilfe der multivariaten Normalverteilung und den angenommenen Parametern μ und Sigma. Und zwar werden n solcher Vektoren, also immer so viel wie Datenpunkte sind, aus dieser Verteilung generiert. Dann wird das Stichprobenmittel y quer und die Stichprobenkovarianzmatrix c berechnet. Das sieht jetzt hier sehr kompliziert aus. Und das liegt daran, dass wir hier Formeln verwenden, die wir erst in Einheit 5 der Vorlesung Multivariate Deskriptivstatistik kennenlernen werden. Also Sie sehen, dass das Stichprobenmittel und die Stichprobenkovarianzmatrix hier Summen über alle Datenpunkte beinhalten. Und um die besonders effizient berechnen zu können, werden die hier als Matrixprodukte aufgeschrieben. Und wie und warum das funktioniert, das sehen wir dann, wie gesagt, später. Alles, was wir jetzt wissen müssen, ist, dass y-bar hier y-quer ist und c die Stichprobenkovarianzmatrix. Okay, wenn wir das haben, dann können wir die t-Quadrat-Teststatistik berechnen. Das passiert in dieser Zeile hier. Und zusätzlich werden auch noch die Stichprobenmittel in dem vorbereiteten Array einmal abgespeichert. Okay, wenn wir jetzt diese Simulation durchgeführt haben, dann wollen wir natürlich die Ergebnisse visualisieren und dazu dient das nächste Code-Segment. Das ist jetzt also hier, ich mache das mal ein bisschen weg. Sie sehen, dass hier sehr viel Quellcode steht, der jetzt also hier die Figure implementiert und das liegt daran, dass dort für jeden Teil der Abbildung, der gemacht wird, immer spezifiziert wird, wie die Abbildung genau auszusehen hat. Ich könnte das jetzt hier Zeile für Zeile durchgehen,
Das ist aber nicht besonders sinnvoll, weil Sie sich natürlich das auch ergoogeln können oder einfach ChatGPT fragen können. Wir können ja mal probieren, zum Beispiel diesen Befehl hier, par. Das ist also sowas wie die Vorbereitung einer Figure bei ChatGPT einzugeben und zu fragen, was macht dieser R-Befehl? So, da gibt uns ChatGPT eine sehr detaillierte Antwort, in dem also jeder dieser Parameter hier aus der Par-Funktion sehr detailliert erklärt wird, was Ihnen dann eben dabei hilft zu verstehen, was genau an jeder Stelle festgelegt wird für die resultierende Abbildung. Okay. Aus dem Grund werde ich jetzt auch diesen Abschnitt des Codes hier nicht im Detail durchgehen. Das heißt, für Sie, wenn Sie Ihre Seminarblätter präsentieren, der Fokus sollte schon eher auf den, ich sage jetzt mal, statistischen Details liegen. Das heißt, wie R-Code-Analysen implementiert und nicht so sehr auf den Abbildungen. Es gibt aber auch Seminarblätter, die sehr viele Abbildungen beinhalten und da sollten Sie dann natürlich schon ungefähr erklären können, was dort im Einzelnen gemacht wird und was zum Beispiel abgebildet wird. Ich werde jetzt diesen Quellcode hier einmal ausführen und dann erhalte ich hier auf der rechten Seite so eine Abbildung. Und hinter diesem Abschnitt, der diese Abbildung generiert, steht auch ein Befehl, der besagt, dass diese Abbildung ins Dokument aufgenommen werden soll. Das heißt, wenn wir dann in das Seminarblatt sehen, in das Seminarblatt gehen, dann sehen wir hier an der Stelle die Figure eingefügt. Was zeigt diese Figure? Die zeigt uns die Ergebnisse der Simulation. Das heißt, wir haben einmal zunächst einmal die 10.000 Realisationen des Stichprobenmittels, die hier eine bestimmte Verteilung annehmen. Wir haben zwei gemessene Variablen pro Datenpunkt, das heißt, wir haben hier y1 quer und y2 quer. Und auf der rechts daneben sehen Sie dann die skalierte Teststatistik, μ mal t Quadrat, beziehungsweise genau gesagt ein Histogramm dieser Teststatistik. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass die Verteilung der skalierten Teststatistik sehr genau der F-Verteilung mit den berechneten Parametern folgt, die hier als orange Linie angegeben ist. Hier unten haben wir nochmal die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der T-Quadrat-Statistik selbst und die kumulative Verteilungsfunktion, die es uns dann erlaubt, halt P-Werte zu berechnen, indem wir beispielsweise schauen, okay, unsere beobachtete Teststatistik liegt hier. Die Wahrscheinlichkeitsmasse, die da noch kommt, also für die die Teststatistik größer ist, ist irgendwie 0,03. Sie kennen ja die Definition des P-Wertes. Das ist die Wahrscheinlichkeit, einen Wert der Teststatistik zu erhalten, der so extrem oder noch extremer ist als den Wert, den wir tatsächlich beobachtet haben. Okay, ich wechsle wieder in VS Code und gehe da zum zweiten Abschnitt des Seminarblatts. Da kommen wir jetzt zum Anwendungsbeispiel. Und die Funktion des ersten Codesegments besteht hier erstmal darin, den Datensatz zu laden und als Tabelle darzustellen. Also hier wird eine Datei, ein Stichproben t-quadrat-test.csv aufgerufen. Die kann ich Ihnen noch einmal zeigen. Die sieht so aus. Wer von Ihnen hat schon mal mit CSV-Dateien gearbeitet? Okay, ja, es sind einige. Wer kann mir sagen, wofür die Abkürzung CSV steht? Ja, bitte? Comma-Separated Values. Genau, Comma-Separated Values. Es gibt auch TSV, das heißt Tab-Separated Values. Und mein Eindruck ist, dass CSV ein bisschen häufiger ist. Das heißt, Sie haben also hier eine reine Textdatei, die dazu benutzt wird, um Daten abzuspeichern. Und dabei werden die Variablen oder die Werte der Variablen eben durch Kommas separiert. Und wir sehen, dass in dieser Datei jetzt hier vier Variablen stecken, nämlich x1i, x2i, y1i, y2i. Anhand des Quellcodes sehen wir, dass aus dieser
aus diesem Datensatz nur die beiden Variablen y1i und y2i extrahiert werden. y1i wird gerundet, also vermutlich die BDI-Werte, die generierten BDI-Werte. Und dann bekommen diese Tabelle noch Spaltennamen und dann wird die Tabelle als mithilfe dieser Funktion hier aus dem Knitter-Package abgebildet. Das heißt, wenn ich diesen Quellcode jetzt ausführe, dann sieht das Ergebnis so aus. Wir haben hier eine Tabelle von Delta BDI und Delta GLU, die generiert wird. Und diese Tabelle wird dann auch in das Seminarblatt übernommen, wo das Ganze dann so aussieht. Okay, dann gehen wir weiter im Text. Und weiter im Text bedeutet jetzt Berechnung der Deskriptivstatistik. Dafür wird diese Datei also noch einmal geladen und dann eine Datenmatrix daraus zusammengestellt, wobei die erste Variable in die erste Zeile der Matrix und die zweite Variable in die zweite Zeile der Matrix geschrieben wird. Können uns einmal anschauen, wie das dann aussieht. Ich führe jetzt diesen Quellcode einmal aus. Okay, was passiert hier? Zunächst wird, wie ich schon gesagt habe, die Datenmatrix erstellt. Das ist, wie wir sehen können, eine Matrix, die zwei Zeilen hat und eine Matrix, die 20 Spalten hat, weil in der CSV-Datei 20 Datenpunkte sind und wir zwei dieser Variablen extrahiert haben. Dann legen wir unseren Nullhypothesenparameter μ0 fest. Das ist ein zweidimensionaler Vektor mit den Einträgen 30, 3,5. Das sind die Werte, die auf der Folie als Therapieerfolgsnormwert bezeichnet wurden. Die Anzahl der Datenpunkte ist die Anzahl der Spalten in der Datenmatrix und dann berechnen wir mit den Formeln, die wir bereits oben gesehen haben, das Stichprobenmittel und die Stichproben-Kovarianzmatrix. Die können wir uns auch einmal anzeigen lassen. Stichprobenmittel ist also 26,25, 2,99 und dann wird und die Kovarianzmatrix hat diese Werte und dann wird aus diesen beiden die Deskriptivstatistik D berechnet. D ist die Mahalanobis-Distanz und man kann zeigen, dass die T-Quadrat-Statistik nichts anderes ist als eine skalierte Form der Mahalanobis-Distanz und die ist jetzt hier 3,77, wie wir anhand des Outputs sehen, der hier mit der Funktion cut generiert wurde. So, das sagt uns erstmal noch nichts darüber, ob der Mittelwert der Datenpunkte signifikant von dem Normwert abweicht, sondern das ist nur eine Deskriptivstatistik, so ähnlich wie auch beispielsweise D-Prime im Sinne einer Angabe der Effektstärke eine Deskriptivstatistik ist. Bevor wir zur Inferenzstatistik kommen, ist hier aber noch ein weiterer Plotabschnitt, in dem also einmal der Datensatz abgebildet wird. Das ist wieder ein etwas längerer Abschnitt, in dem also ganz viele Details für eine Abbildung angegeben werden. Und diese Abbildung besteht einerseits aus Punkten, den Datenpunkten selbst, sowie dem Mittelwert der Datenpunkte und dem Nullhypothesen-Normwert. Und dann wird zusätzlich noch, wie wir hier sehen, eine Ellipse eingezeichnet. Wenn ich dieses Codesegment einmal ausführe, passiert das hier. Wir kriegen also diese Abbildung hier und die sieht im Seminarblatt natürlich noch ein bisschen schöner aus, deshalb gehe ich jetzt mal dahin. Das ist also unser Datensatz, den wir aus der CSV-Datei geladen haben. Die grauen Punkte entsprechen den Datenpunkten. Das graue Dreieck ist das Stichprobenmittel dieser Datenpunkte
Und das dunkelgraue Dreieck wäre der Normwert, den wir entsprechend unserer Nullhypothese spezifiziert haben. Und des Weiteren ist hier in Form dieser Ellipse noch die Stichproben-Kovarianz-Matrix eingezeichnet. Das heißt, es ist so eine Art Konturplot. Ja? Überall auf der Linie haben wir gleiche Wahrscheinlichkeitsdichte, wenn wir die geschätzte Stichproben-Kovarianz-Matrix in die multivariate Normalverteilung einsetzen. Was können wir aus dieser Stichproben-Kovarianz schon mal ablesen? Ja, Sie meinen, Delta BDI Mittelwert ist kleiner als der Normwert 30 und Delta GLU Mittelwert ist kleiner als 3,5? Stimmt. Ich wollte eigentlich wissen, was kann man aus der Form dieser Ellipse hier ablesen? Dass die korrelieren. Richtig. Einerseits kann man ablesen, dass sie korrelieren. Also wir sehen hier, dass das nicht ein Kreis ist, sondern die Ellipse ist so leicht von links unten nach rechts oben geneigt. Das heißt, es gibt eine positive Korrelation zwischen den beiden Variablen. Und andererseits sehen wir auch, dass die Varianz sich natürlich unterscheidet. Ja? Also wir haben hier bei Delta BDI eine Skala von 10 bis 40 und bei Delta GLU eine Skala von 1 bis 7. Das heißt, die Varianz dieser Variable hier wird wesentlich größer sein, was wir dann auch gleich an den Einträgen der Kovarianzmatrix sehen werden. Okay. Das war die Abbildung des Ansatzes. Bitte? Das ist dann immer eine Ellipse. Also vom Kreis bis, was auch immer. Kreis ist ja auch eine Ellipse. Genau, das ist immer eine Ellipse. Also, wenn die Variablen, wenn die Korrelation der Variablen 0 ist, dann wäre es ein Kreis. Aber empirisch passiert das selten, dass die Korrelation genau 0 ist. Okay. Dann kommen wir zum dritten Abschnitt, also der Inferenzstatistik. Und da wird dann der Datensatz zunächst nochmal geladen und die Datenmatrix erstellt. Das ist das, was wir auch eben gerade schon gesehen haben. Und dann werden zunächst einmal noch die Parameter oder die Dimensionalität des Modells extrahiert. Das heißt, M ist die Anzahl der gemessenen Variablen pro Datenpunkt. M ist die Anzahl der Datenpunkte. Aus diesen ergibt sich dann dieses Mü hier, was also den Vorfaktor bildet in der in der Verteilung der skalierten Teststatistik. Und wir legen unser Signifikanzlevel auf 0,05 fest. Wenn wir das tun, dann ergibt sich daraus ein bestimmter kritischer Wert, für den wir also dann die inverse kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung benutzen müssen. Das ist die Formel, die ich Ihnen hier an die Tafel geschrieben habe. Und dann haben wir alles soweit für den Test vorbereitet und können den Test durchführen. Das heißt, es werden das Stichprobenmittel und die Stichprobenkovarianzmatrix berechnet mit den Formeln, die wir jetzt schon mehrmals gesehen haben und die Sie, wie gesagt, in Einheit 5 auch in der Vorlesung sehen werden. Und dann wird die T-Quadrat-Statistik selbst berechnet. Wenn die T-Quadrat-Statistik den kritischen Wert überschreitet, lehnen wir die Nullhypothese ab, was hier eben dadurch angezeigt wird, dass der Test den Wert 1 annimmt. Anderenfalls lehnen wir die Nullhypothese nicht ab, das heißt, der Test nimmt den Wert 0 an. Wir können auch den p-Wert berechnen. Für den p-Wert brauchen wir dann die kumulative Verteilungsfunktion der f-Verteilung, die heißt pf, und das ist diese Formel, die ich Ihnen hier einmal an die Tafel geschrieben habe. Das heißt, da wird mü mit t Quadrat multipliziert und so weiter. Und am Ende haben wir dann nochmal eine Ergebnisausgabe. Wenn wir diesen Teil des Codes ausführen, dann erhalten wir folgendes Ergebnis. Das Stichprobenmittel ist 26,25, 2,99, haben wir bereits gesehen. Die Kovarianzmatrix hat diese Form, die schreibe ich noch einmal so hin, dann ist es nämlich besser zu sehen.
Also die Diagonaleinträge der Kovarianzmatrix sind die Varianzen der beiden Variablen. Ja? Das heißt, die Varianz der Delta-WDI-Werte ist 38 und die Varianz der Delta-GLU-Werte ist 1,9. Standardabweichung wäre dann die Wurzel daraus. Und hier auf den Nicht-Diagonaleinträgen der Kovarianzmatrix haben wir die Kovarianz der beiden Variablen, die ist hier 3,54. Und die geht entsprechend mit in die Teststatistik ein. Des Weiteren sehen wir die T-Quadrat-Teststatistik 7,54 und die ist ganz knapp über dem kritischen Wert K, 7,50. Und aus dem Grund lehnen wir die Nullhypothese ab und erhalten einen P-Wert von ganz knapp unter dem Signifikanzlevel, nämlich 0,049. Gut. Das wäre ein Einstichproben-T-Quadrat-Test für den Datensatz, der in diesem in dieser Beispieldatei drin steckte. Natürlich können Sie statistische Tests in R nicht nur ausführen, indem Sie selber die ganzen Formeln implementieren, sondern es gibt oft für viele Tests auch vorgefertigte Befehle, die Sie benutzen können. Und wenn Sie ChatGPT fragen, wie mache ich einen Einstichproben-T-Test, in R wird Ihnen ChatGPT vermutlich nicht sagen, Sie müssen die T-Statistik so und so berechnen, sondern wird Ihnen sagen, rufen Sie die und die Funktion auf. Ja? Und dasselbe gibt es natürlich für den T-Quadrat-Test auch. Das ist in dem Fall die Funktion OneSampleHT2 aus dem Paket MV-Tests. Und da ist das Ganze dann wesentlich kürzer. Hier wird nochmal der Datensatz eingelesen, die Datenmatrix erzeugt. Und dann wird die Funktion aufgerufen mit der Datenmatrix als Input und einem Signifikanzlevel. Und dann haben wir auch wieder eine Ausgabe. Wenn wir das ausführen, erhalten wir hier unten natürlich dieselben Ergebnisse. Entschuldigung. Nämlich das Stichprobenmittel und den T-Quadratwert von 7,54 und P-Wert von 0,049. Das heißt, wir haben gezeigt, dass die Autoren der Programmiersprache R den Einstichproben-T-Quadrat-Test korrekt implementiert haben. Oder vielleicht haben wir auch gezeigt, dass wir ihn korrekt implementiert haben, wenn jetzt wir die Implementierung in R als Goldstandard nehmen. Gut, gibt es Fragen bis hierhin? Ja? Wenn man das macht mit OneSampleHT2, ja, kann man sich dann auch die Kovarianzmatrix ausgeben lassen? Ja, gute Frage. Also Sie sehen ja, dass hier die Funktion eine Ausgabe wert hat, Phi. Und das ist ein Objekt, also da wird quasi, werden die Testergebnisse als so eine Art Objekt ausgegeben und die einzelnen Attribute des Objekts werden dann hier so, auf die wird so zugegriffen, indem man schreibt Phi, Dollar und dann was in dem Objekt drinsteckt. Das sind in diesem Fall mehrere Sachen. Was haben wir denn hier? Also das ist die T-Quadrat-Statistik, das ist der F-Wert. Das sind die Freiheitsgrade, der P-Wert, das hier ist vermutlich sowas wie Konfidenzintervalle für die einzelnen Komponenten des Zufallsvektors, ja? Für die erste Komponente, für die zweite Komponente. Das ist das Signifikanzlevel, was wir gewählt haben. Deskriptivstatistiken, nee, Kovarianzmatrix ist da jetzt nicht drin. Sie können ja mal Befehle und nicht alle Attribute angreifen. Alle Attribute, naja, ich habe jetzt einfach den Namen des Objekts eingegeben. Ach, man gibt nur den Namen ein. Gibt ja alles aus. Okay. Genau, also der gibt die Variable aus. Und die Variable ist in dem Fall einfach ein Objekt, was die Attribute hat. Genau. Ja, müssen Sie, Sie können ja mal googeln, ob man vielleicht die Input-Parameter von OneSampleHT2 so wählen kann, dass in dem Objekt dann auch eine empirische Kovarianzmatrix drin ist. Aber vermutlich können Sie dafür auch einfach so eine Funktion wie COF oder so benutzen. Gibt es das nicht auch in R? Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Die Dimensionalität unserer Datenmatrix ist 2×20 und die Funktion COF nimmt an, dass einzelne Datenpunkte nicht in Spalten stehen, sondern in Zeilen. Das heißt, dafür müssten wir die Datenmatrix nochmal transponieren, wie das hier übrigens für den OneSampleHT2 auch gemacht wird. Und dann erhalten wir die Kovarianzmatrix und die sieht so aus.
Das heißt, das ist das gleiche Ergebnis. Und der Befehl wäre dieser hier. Ja? Beziehungsweise einfach Korf Y, wenn Sie die Datenmatrix schon in einer Beobachtung variablen Form als Zeilen und Spalten abgespeichert haben. Gibt es weitere Fragen? Ja. Vielleicht eine etwas banale Frage, wie packe ich Quarto hier in das Programm rein? Ich glaube, dass, also Sie haben VS Code schon installiert. Ja, es ist auch schon offen und ich habe hier so ein Quarto-Ort. Ja. Und ich glaube, Quarto wird selbst nicht mehr als separates Programm installiert, sondern Sie können das hier irgendwie als Extension installieren. Klicke auf Quarto und dann können Sie hier vermutlich auf Install klicken. Ja. Ich finde es doof, weil man weiß wieder nie, wo ist eigentlich was? Wo ist das Ganze jetzt? Steckt das in VS Code drin? Ist das irgendwo auf der Festplatte? Ist das unter C-Programme? Keine Ahnung. Also ich finde es weird und manchmal hat man natürlich damit auch so ein bisschen seinen Stress, aber das sollte so funktionieren, wenn Sie das als Extension installieren. Noch andere Fragen? Vielleicht von anderen, die auch schon so ein bisschen rumgespielt haben mit VS Code oder R oder Quarto? Ja? Ich habe viele Fragen, nicht ganz so inhaltlich, aber also erstens diese Quarto-Datei, die auf der Website ist, das ist jetzt einfach nur ein Code, ich kann die nicht downloaden oder so. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Sie können die nicht downloaden? Nee, es wird halt einfach auf der Website der Quellcode angezeigt, aber ich finde, dass ich das irgendwie downloaden könnte. Ja. Also dann machen Sie sowas wie Rechtsklick, Ziel speichern unter oder speichern die Datei aus dem Browser und dann packen Sie die in einen Ordner und dort können Sie die dann öffnen. Also ich kann ja auch mal kurz auf die Großwebseite gehen. Die sieht so aus, wenn ich jetzt hier auf den Quellcode klicke. Das meinen Sie, ja? Ja, ja, genau. Ja, dann gehen Sie auf Datei speichern als. Und dann können Sie sie abspeichern. Und dann legen Sie sich am besten einen Ordner an. Sie wissen ja, gute Datei- und Ordnerverwaltung ist das A und O für Arbeiten am Computer. Bei mir ist das jetzt, sieht das jetzt so aus. Ich habe hier einen Ordner für die Einführungssitzung des Seminars und da ist es diese Datei. Und dann gibt es noch eine CSV-Datei. Und das Seminarblatt ist dann das PDF dazu. Könntest du eine Datei auch mit RStudio öffnen? Eine QMD-Datei? Ja. Ich glaube nicht. Also RStudio unterstützt vermutlich R Markdown. Das wäre dann eine RMD-Datei. Das hast du ja schon versucht und es hat funktioniert. Ja, funktioniert, ja. Also Sie können ja die Datei einfach als in Punkt RMD umbenennen oder abspeichern und dann es versuchen in RStudio zu öffnen. Ich denke, es wird nicht alles funktionieren, weil es ja auch zum Beispiel diese Header-Zeile hier gibt, in die Sie bestimmte Eigenschaften des Dokuments eintragen. Und da gibt es dann wahrscheinlich wieder Unterschiede, was alles von Quarto supported wird und was alles von Markdown supported wird. Aber ja, im Grunde genommen können Sie es auch so mal versuchen. Ja. Und meine zweite allgemeine Frage ist, Sie haben jetzt diesen Test vorgestellt, aber Sie haben also eigentlich sollen wir so ein Blatt 10 bis 15 Minuten vorstellen, das hat jetzt eher so eine Stunde gedauert. Also ich kann mir gerade immer noch nicht vorstellen, was wir machen sollen, weil noch die ganzen Formeln, also wird erwartet, dass Sie diese Formeln so genau beschreiben können, wie Sie wollen. Also ich glaube, in dem Leistungsnachweisen stand, dass für die Masterclip-Leute, die stellen das ja als Gruppe vor, dass eine Gruppenpräsentation 45 Minuten gehen soll oder kann. Das ist also meine Präsentation hat jetzt auch ungefähr 45 Minuten gedauert. Das ist eine Maximaldauer. Das ist eine Maximaldauer. Und Sie können ja Ihre Leistungsnachweise im Prinzip auch alleine erbringen, weil es ja sein könnte, dass sich nur eine einzige Person entscheidet, den Leistungsnachweis hier zu erbringen. Ja. Deshalb ist die Sache mit Viertel-Seminarblättern, das ist eher in Anführungsstrichen zu lesen, weil manche Seminarblätter auch gar nicht gefüttelt werden können. Also meine Empfehlung wäre, tun Sie sich zu zweit oder zu dritt zusammen und teilen Sie sich das Seminarblatt auf und dann hat jeder irgendwie 10 Minuten zu reden.
Beantwortet das die Frage, oder? Die Frage mit der Länge auf jeden Fall, aber die Frage mit der Genauigkeit, also ich sehe mich da noch nicht. Ja, also, naja, also Sie müssen natürlich, um das zu tun, verstehen, was wir in der Vorlesung gemacht haben. Und hier ist das jetzt schwierig gewesen, weil Sie die Vorlesung dazu nicht gehört haben. Ja. Das kann ich verstehen. Deshalb habe ich ja zu Beginn gesagt, es geht jetzt nicht so sehr ums Inhaltliche, sondern um die Form. Aber im Prinzip ist schon gewünscht, dass Sie die Details des statistischen Verfahrens erklären. Also, auch diese mathematischen Formeln? Naja, also ja, in einem gewissen Detailgrad. Also vielleicht nicht in dem Detailgrad, in dem ich das jetzt gemacht habe, aber Sie müssen schon erklären können, was eine Formel berechnet. Also was reingeht und was da rauskommt. Ja, genau. Und ich finde es ein bisschen überfordert. Ich kann mir nicht vorstellen, inwiefern die Vorlesung inhaltlich einer vorbereitenden Bibliothek so detailgetreu irgendwie nach, also wiederzugeben oder den Code zu verstehen. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, vielleicht wird es für die Vorlesung passieren, vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Ja, also würde ich erstmal so stehen lassen. Sie können ja abwarten, wie das sich in den nächsten Wochen entwickelt mit der Vorlesung. Ich denke, Sie müssen keine Angst vorhaben, weil diese Seminare da eigentlich sehr analog sind zu dem, was wir in der Vorlesung besprechen, auch von den Formeln her. Und allgemein kann ich vielleicht sagen, dass wir hier am Lehrstuhl ja den Anspruch haben, also Statistik nicht auf so eine oberflächliche Art und Weise zu lehren, sondern schon von Grund auf. Das erfordert einerseits viel Arbeit, auch von Ihrer Seite. Andererseits können Sie sich dann aber danach vielleicht sagen, dass Sie Statistik auch besser verstehen als jemand, der oder die halt nur in SPSS. Aber ich kann natürlich auch Ihre Perspektive verstehen, dass Sie, wenn Sie jetzt irgendwie eine Ausbildung zur Psychotherapeutin anstreben oder irgendwas dergleichen, dass Sie dann nicht so sehr sich für Statistik interessieren, weil Statistik natürlich in dem Forschungsbereich eine größere Rolle spielt. Ja. Auf der anderen Seite ist es Teil der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und wir haben natürlich auch den Auftrag, die steht schon auf der Webseite. Ja, das ist das, was in der ersten Zeile der Tabelle als QMD steht. Ich meine das, was da included wird. Ach so, das. Ah, ja, richtig. Guter Punkt. Was kann die denn? Oder ist die nur? Moment. Um das schön aussehen zu lassen. Ja, das sind so gewisse... gut, dass Sie das sagen. Das sind nur so ein paar Formatierungssachen, also die dann für LaTeX relevant sind, weil Teil der Seminarblätter ja natürlich in LaTeX geschrieben ist. Und die Referenzen, das können Sie vermutlich einfach rauslöschen. Also das ist so da drinne, falls irgendwelche Literatur zitiert wird und die wird dann aus dem Referenzen-File geladen. Aber ich glaube eigentlich in den... Das ist so ein Überbleibsel von, es ist quasi Dirk Ostwalds Literaturbibliothek, ja. Und, ja, aber die erste. Das ist kann so die erste Woche. Ja, das kann ich machen. Gut, dann würde ich jetzt die Aufnahme stoppen und dann können wir noch über die Registrierung reden.